الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين أما بعد. Liebe Geschwister im Islam, es gibt ein Fakt und eine Wahrheit, die kann keiner verleugnen. Auch wenn man in egal welche Umgebung lebt und sich manchmal täuschen lässt, manchmal wird man von sich selber aus getäuscht oder von denjenigen, die um ihn herum sind, getäuscht. Und lebt man in einer Illusion, die nicht wahr ist. Und um uns wach zu rütteln, sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran ein Vers. Der bringt dich aus dieser Illusion raus und zeigt dir die Wahrheit. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Bal al-insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'azira. Jeder Mensch weiß die Wahrheit um seine Seele. Er kennt wirklich, wer er ist. Auch wenn er seine Ausreden bringt. Wie viel haben diese Ausreden dich getäuscht und andere getäuscht? Aber du weißt ja, um Qiyamah, das kann keinen täuschen. Eine Wahrheit, die erkennst du selber. Wie du wirklich bist und was in dir ist und was du für Macken hast. Hab nicht ein zufriedenes Herz, wenn dir jemand was sagt. Oder wenn Allah dir verhilft, was Gutes zu machen, täusch dich nicht. Werd nicht eingebildet. Du weißt ganz genau, was die Wahrheit von deiner Seele ist. Und deswegen, die Gläubigen, die denken schlecht über sich und schlecht über ihre Seele. Derjenige, der sich täuschen lässt, der Frevler, der denkt immer gut über seine Seele. Egal wie er auf dieser Erde ist, der bringt sich Ausreden und denkt gut über sich. Aber das ist nicht der Weg von den Gläubigen. Deswegen sagt Imam Al-Qayyim: Du findest den Gläubigen immer, denkt er schlecht über seine eigene Seele. Wer das tut, der hat seine Seele richtig erkannt. Und wer zu gut denkt über seine eigene Seele, der gehört zu den unwissendsten Leuten über seine eigene Seele. Der weiß nicht, was seine Wahrheit ist. Oder, wie gesagt, lässt sich täuschen. Lässt sich einreden. Aus dem Grund ermutigt uns Allah subhanahu wa ta'ala und sagt uns und befiehlt uns, dass wir mit uns selber abrechnen sollen. Er sagt: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah und soll jede Seele schauen, was sie für morgen vorbereitet hat. واتقوا الله und fürchtet Allah. إن الله خبير بما تعملون. Er ist kundig. Er weiß ganz genau über alles, was er macht. Das heißt, du kannst niemanden täuschen. Deswegen sagt auch Al-Hasan al-Basri: Der Gläubige ist immer in Abrechnung mit sich selber. Rechnet mit sich selber ab. Die ganze Zeit. Fragt seine Seele: Was wolltest du machen? Was willst du essen? Was willst du trinken? Ist immer dabei, auf Schritt und Tritt zu verfolgen, was seine Seele gemacht hat. Dann sagt der Hasan al-Basri: Aber während derjenige, der Frevler ist, der nicht auf sich selber achtet, der nicht auf seine Taten achtet, der geht vorbei, vorbei und tadelt sich nicht und rechnet nicht mit seinen Taten ab, was er gemacht hat. Deswegen, wie gesagt, Allah erinnert uns an diese Fakt: Bal al-insanu ala nafsihi basira. Jeder
jeder Mensch weiß über seine Seele gut Bescheid. Auch wenn er seine Ausrede bringt. Deswegen darf sich der Mensch nicht täuschen lassen von seiner eigenen Seele. Wenn Allah dir verhilft, Gutes zu tun, denk aber nicht gut über deine Seele. Denk nicht, du hast alles erreicht. Du hast Allah zufriedengestellt. Und vergiss die Macken, die du hast. Vergiss das Schlechte, was in dir steckt. Deswegen die Gläubigen. Und nehmt euch die Sahaba als Beispiel. Egal, was sie sich bemüht haben von guten Taten, die haben nie über sich gut gedacht. Und Allah subhanahu wa beschreibt die Gläubigen. Und diese Beschreibung passt auf den Sahaba. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Diejenigen, die tun, was sie tun, aber ihre Herzen haben Angst, dass sie zu ihren Herren zurückkehren. Dann hat Aisha gefragt, O Gesandter Allahs, sind es etwa diejenigen, die klauen, diejenigen, die Alkohol trinken, weil sie Angst haben, dass sie zu Allah zurückkehren? Er sagte, nein. Bint al-Siddiq, Tochter von al-Siddiq, das sind diejenigen, die fasten, diejenigen, die spenden, diejenigen, die beten. Das heißt, mit ihren guten Taten haben sie immer noch Angst, dass sie zu Allah zurückkehren. Warum? Weil sie haben Angst, dass Allah von ihnen nicht annimmt. Und deswegen eilen sie mit dem guten Leben. So waren die Sahaba. Deswegen lass dich nicht von deiner Seele täuschen. Und lass dich nicht von den Leuten durch. Egal, wer dir sagt, wie er über dich denkt, dass du gut bist. Oder umgekehrt. Egal, wie viele Leute siehst, in falschen Wege gehen. Und sagst du dir, die Menschen machen das, ich mache das mit. Oder du machst etwas Gutes und machst noch, und du weißt ganz genau, was du für Schlechtes machst. Und kommt jemand und lobt dich. Ja? Das heißt, du orientierst dich nach den Menschen. Orientier dich nicht nach den Menschen. Die Menschen werden dir allesamt nicht helfen können. Die Menschen, jeder wird einzeln bei Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Jeder wird mit ihm einzeln abgerechnet. Da wird dich derjenige, der dich gelobt hat, mit dir sein bei deiner Abrechnung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Jeder kommt zu Allah einzeln. Du wirst einzeln kommen. Kümmere dich nicht um die Menschen. Orientiere dich nicht an die Menschen. Orientiere dich an die Wahrheit, an den Koran und an die Sunna und an das, was du weißt, was du was falsch hast, dass du das korrigierst. Deswegen solltest du anfangen, mit dir abzurichten. Und auch eine andere Sache. Jeder, egal wie er auf einem guten Weg ist, er weiß nicht, was sein Ende ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich der Mann handelt mit Taten von Leuten des Paradieses und Taten, was zum Paradies bringt. Aber wie das offensichtlich für die Leute erscheint. Und in Wirklichkeit gehört er zu den Leuten des Höllenfeuers. Ein schöner Kommentar von Ibn Rajab sagt, jemand, der so eine schlechte Ende hat, obwohl er, wie das äußerlich erscheint für die Menschen, dass er was Gutes gemacht hat und die, macht die Taten von Leuten des Paradieses, und am Ende hat er ein schlechtes Ende, sagt er, das kommt davon, wenn jemand etwas Verstecktes hat in seinem Herzen, in seinem Inneren, was die Leute nicht sehen. Das kann irgendwie eine versteckte schlechte Tat sein oder etwas Verborgenes in seinem Herzen sein. Deswegen sollte man sehr stark mit sich abrechnen und sollte man aufpassen, dass man nicht am Ende ein schlechtes Ende hat, obwohl das äußerlich und für die Leute gut aussieht, wie deine Laufbahn ist und deine Praxis. Aber wie kann man noch ein schlechtes Ende erwischen? Weil es gibt was Verstecktes, was die Leute nicht sehen. Allah subhanahu wa ta'ala sieht das.
Und das zeigt, wie wichtig das ist, dass wir mit uns abrechnen. Und wenn man sich fragt, wie rechnet man mit sich ab? Rechne ab, wie ein Händler mit seiner, sozusagen mit sich selbst abrechnet. Der Händler, der sozusagen an einen Gewinn denkt, man hat drei Sachen. Ein Händler hat drei Sachen. Er hat sein Kopfgeld, womit er überhaupt Geld machen kann. Und so der Gläubige hat auch sein Kopfgeld. Und er hat seine Verluste und er hat sein Gewinn. Diese drei Sachen. Was ist dein Kopfgeld, o Gläubiger? Dein Kopfgeld ist der Iman. Was hast du in deinem Herzen von Iman? Das ist dein Kopfgeld. Ohne dieses Kopfgeld kannst du keinen Gewinn machen. Als allererstes sichere dein Kopfgeld. Das heißt, du rechnest mit dir ab. Was glaube ich? Auf welchem Wege bin ich? Habe ich den gleichen Glaube von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba? Oder habe ich irgendeine falsche Glaube, den ich mir von dem oder dem angeeignet habe? Habe ich einen falschen Weg? Gehe ich in einen Bid'a-Weg? Habe ich einen reinen Herzen? Illa man ata Allah bi qalbin salim, außer diejenigen, die mit einem sauberen Herzen zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Was ist der saubere Herz? Ein sauberer Herz ist ein Herz, der nicht in seinem drin Schirk beinhaltet. Teilt niemanden mit Allah. Hat Allah als einzige Geliebte genommen. Und wendet sich immer an Allah in jeder Anbetung. Ein sauberes Herz, der frei von Bid'a ist. Der folgt nicht die irre Wege. Wege von Khawarij oder Wege von Mu'tazila oder diejenigen, die Namen und Eigenschaften verleugnen. Nein. Er bleibt auf dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist das Herz, der rein ist in sein Glaube. Du musst das überprüfen. Du musst mit dir abrechnen für diese Sache. Ein sauberes Herz ist ein Herz, der keinen Groll hat. Der keinen Neid hat. Der nicht Schlechtes denkt über die Leute. Säubere dein Herz. Es kann sein, dass dein schlechtes Ende durch dein Herz kommt. Durch irgendeine versteckte Verdorbenheit in dein Herz. Du willst nicht deine ganzen Taten riskieren für diese Sache, was du weißt, was in deinem Herz ist. Was auch zu deinem Kopfgeld gehört, sind die Pflichten, die Allah dir verpflichtet hat. Es ist ein Kopfgeld. Vor allem das Gebet. Das erste, wonach du zur Rechenschaft gezogen wird, ist das Gebet. Wie sind deine Gebete? Wie sind die Pflichten, die Allah dir gegeben hat? Das ist ein Kopfkind, das darf nicht fehlen. Sonst verliert man. Sonst verliert sich die Seele. Sonst versucht sie Ausreden zu bringen, wo die Ausreden nicht mehr nutzen. Dann, nach dem Kopfgeld, schaut man auf die Verluste. Was ist Verlust? Die verbotenen Sachen, die Allah verboten hat. Das ist Verlust von deinem Iman. Wenn du große Sünde machst, wenn du weißt, das sind Sachen, die verboten sind, hat der Prophet was verboten. Bring keine Ausrede. Aber. Vermeide die Verbote. Jede Verbot, die du machst, ist ein Verlust von deinem Iman, von deinem Kopfkind. Deswegen vermeide dein Verbot. So tatest du dich selber. So rechnest du mit dir ab. Diese Verbot. Und was auch wichtig ist, dass man mit seinen Körperteilen abrechnet. Was macht deine Zunge? Woher kommen die meisten Sünden? Von deiner Zunge. Achtest du auf deine Zunge, was du redest? Abu Bakr as-Siddiq, der Beste von dieser Umma nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Beste, hat man gesehen, dass er seine Zunge festgehalten hat und sich getadelt hat.
Wer hat seine Zunge getadelt? Was sind wir? Was müssen wir mit unserer Zunge machen? Wie müssen wir stark mit unserer Zunge abbrechen? Deswegen müssen wir aufpassen auf unsere Wörter. Und die anderen Körperteile, deine Augen, was sehen deine Augen heutzutage? In einer Minute, wenn du einfach nur hoch scrollst, siehst du viele Sachen, die verboten sind. Was hören deine Ohren? Du musst eine Abrechnung mit all deinen Körperteilen machen. Was passiert mit dir? Dann, wenn du damit abgerechnet hast, dann noch die Gewinne, die Profite. Wenn man Kopfgeld hat, will man ja aus dem Kopfgeld Profit machen. Das sind die Zusatzdaten. Was hast du an Zusatzdaten? Machst du Qiyam al-Layl? Fastest du zusätzlich? Machst du viel Dhikr? Liest du Koran? Hab sozusagen einen Profit, den du immer, immer hast. Weil dieser Profit kann manchmal auch das ergänzen, was fehlt von den Pflichten. Deswegen ist wichtig, jemand, dass er Profit macht. Und auch vor allem achte darauf, auf die Rechte der anderen. Zieh dich zur Rechenschaft. Manche sind im Gedanken gar nicht bei den anderen. Der ist in seinen Gedanken, ich habe diese Pflicht gemacht, ich habe gebetet, ich war heute in der Moschee, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Der sagt nur Alhamdulillah. Aber was ist mit deinem Vater? Was ist mit deiner Frau? Was ist mit deinen Kindern? Was ist mit Recht von dem Bruder? Wie bist du mit dem umgegangen? Denkst du, die junge Qiyama, die verschwinden? Jeder, der ein Recht bei dir hat, der wird das nehmen. Im Gegenteil, es gibt Leute, junge Qiyama, die haben einen großen Kopfgeld und einen großen Gewinn. Berge, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber die sind pleite. Warum? Weil sie ihre Hasanat verteilt haben. Der steht an der Schlange und wartet auf sein Recht und nimmt dir von deiner Hasanat. Und der andere nimmt dir von deiner Hasanat. Und der andere nimmt dir von deiner Hasanat. Bis du keine Hasanat mehr hast. Dann kommt der eine, will immer noch sein Recht, der gibt dir von seiner schlechten Tat. Und der andere gibt dir seine schlechten Tat. Bis du Yom Qiyamah aber dann in Hölle vor ihm landest. Ist nicht einfach jetzt mit dir abzurechnen und jedem, dem du was schuldest und jedem, dem du was angetan hast, sei es mit Wort, sei es mit der Hand, dass du das jetzt ausgleichst, dass du Yom Qiyamah nicht so eine hohe Last hast, dass du nicht pleite wirst, Yom Qiyamah, und in Verlust kommst, rechne mit dir ab. Rechne auch mit dir ab in Bezug auf das, was du verdienst. Woher verdienst du das? Aus Halal oder aus Haram? In was gibst du das aus? In Halal oder Haram? Rechne mit dir ab bezüglich der Zeit, die verloren geht. Geht sie verloren in Spielen? Geht sie verloren in Amüsieren? In Ablenkung? Das ist alles Verlust von Gewinn. Und Yom Qiyamah wird man darüber traurig sein, eine Sekunde verloren zu haben. Deswegen, liebe Geschwister, wir rechnen mit uns ab. Und bevor es zu spät ist, korrigieren wir, was wir korrigieren können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unsere Familienangehörigen auf den richtigen Weg bringen. Sallallahu alaihi wa sallam.